Kauf eines Motorrads entscheidet, dann muss man auch entsprechend beraten werden. Und die Beratung, und da legt er ganz besonders großen Wert drauf, der Stefan, weil er, ja weiß, Zweiradsport, Bergkraftsport, fährt das Team von Jumpin' Ryan natürlich auch auf der weltschnellsten Straßenbahn, wo die Geschwindigkeit von 180 km/h erzielt werden wird. Das sind auch die Solofahrer. Aber nichtsdestotrotz, Stefan zeigt hier einmal ganz kurz, was machbar ist auf zwei Rädern, ganz locker und lässig. Schüttelt er hier das raus. Denn dieses Gerät, wenn er richtig Gas gibt, hat das auch richtig Qualm. Schaut mal. Jetzt wird er auf zwei Rädern fahren. Ja, das ist nicht ganz ungefährlich mit diesem Teil. Wenn Sie mit dem Motorrad schon mal auf ein Rad gefahren sind, dann wissen Sie, da braucht man sehr viel Balance. Schüttelt das raus, hebt das an, aber da die Strecke schon zu Ende. Und jetzt hören wir mal einen netten Applaus, weil der Stefan muss das ja hier gar nicht machen. Er macht es nur Ihnen zuliebe, meine Damen und Herren. Er möchte ja gerne Ihnen zeigen, perfekte Körperbeherrschung und Balancegefühl für so ein Fahrzeug. Das ist natürlich die Voraussetzung, und schauen Sie, das macht er ganz toll. Ha, wohin? Also heute in der Mittagspause hat er hier einen gelegt. Ja, das ist eigentlich die Strecke viel zu kurz. Er kann natürlich viel, viel weiter fahren. Da hat er jetzt hydraulisch den Rückwärtsgang reingelegt. Ja, so eine 450er Dinley, die uns hier zur Verfügung gestellt wurde. Von Mike hat schon mal einmal den Rücklicht verloren, aber das war der Stefan schon wieder. Und wie Mike, der Ross war wie Heu, der macht es besser. Und nochmal hier eine Fahrt auf zwei Rädern, locker und lässig. Mit Leichtigkeit balanciert er das Fahrzeug aus. Also der Stefan, der weiß wirklich, wovon er redet, wenn er sagt, das 1x1 der Motorradfahrt kurz, das ist wirklich perfekt. Ja, da muss er ein bisschen die Gewichte aufs Hinterrad beziehungsweise auf die Achse. Dann steigt er schneller. Aber es ist noch ganz schnell zu viel. Das hat er heute einmal, da hat er mal ganz schnell mit dem Rücklicht gebremst. Und das sah nicht so lustig aus, weil es gab dann nämlich auch noch ein paar Scherben. Ja, wir sehen, der Rückwärtsgang hat auch wirklich gemacht. Am Hinterrad so ein Dinley 450er Motor, eins in der Viertakt, vierventilte.